Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Ich bin sehr motiviert und nachdem wir gerade Magni und seinen Bruder Marin erledigt haben, machen wir jetzt mal weiter. Und schauen auf jeden Fall mal, was wir hier eventuell noch upgraden können. Kann ich das eigentlich so einfach upgraden? Ah, dafür brauche ich noch mehr Punkte. War diesen Eisstrahl, den würde ich ja wirklich gerne nochmal, ein bisschen Power geben. Da habe ich ja schon eigentlich die ganze Zeit gesagt, das machen wir als nächstes. Wenn wir jetzt genügend XP haben, dann machen wir das auch wirklich, weil das Ding ist einfach ein Brett. Aber die zweite Waffe, die holt mich irgendwie nicht so ab und ich wäre dafür, dass wir auch mal wieder was finden. Also wir haben sie jetzt verhältnismäßig häufiger benutzt. Fluss aus Messern. Oh, rasender Frostriese. Ich guck nochmal in Valdis Amboss. Und das war der. Ja, okay. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber jetzt haben wir... Upsala. Beim Klauenbogen auch die Stufe 4 Fähigkeiten freigeschaltet. Was haben wir denn da? Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens massiv. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden massiv. Schockpfeile verursachen bei Gegnern massiven Schockschaden und Betäubungsschaden. So, gut. Ich höre auf jeden Fall doch schon einen meiner zwei geliebten Schmiede. Und ich schaue einfach mal, dass wir hier erstmal hochklettern. Wir können ja jetzt auch unsere Axt verbessern. Die Leviathan-Axt, das werden wir gleich nämlich auch mal machen. Wäre ja ganz nice. Ach, hier sind wir. Okay, jetzt verstehe ich. Hier sind wir. Oh, das wollte ich nicht. Und jetzt muss ich nochmal hochklettern. So ein Scheiß. Egal. Halb so wild. Gibt Schlimmeres. Wir schubsen gleich erstmal, würde ich sagen, die Kette runter. Ganz entspannt, Reno. Und irgendwie muss ich ja das Ding hier nochmal abkriegen, wahrscheinlich. So, das ist gestürzt. So ist die richtige Reihenfolge nämlich. Kann ich den von hier aus schon anschießen? Perfekt. So wollen wir es haben. Jetzt stoßen wir dich einmal runter. Das wollte ich noch nicht, genau. Den Bettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr... Machen wir Sindri. Ich sage immer Sindri, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch, dass ich schon mal gesagt habe, dass ich es immer sage und dass ich nicht weiß, warum ich das sage. Aber es ist einfach so. So, jetzt stellt sich mir die Frage als nächstes. Wie oder wo finde ich denn jetzt das, was ich brauche, um das Tor hier zu öffnen und um die Items dahinter zu bekommen? Ich dachte gerade, vielleicht splittert hiervon noch irgendwas ab. Hier sind diese Zellen. Da oben sehe ich was. Aha, da oben sehe ich schon mal was. Das C zumindest. Ich weiß nicht, wo ich den Rest finde. Aber es wird ja hier irgendwo in der Nähe sein müssen. Wie komme ich denn da ran, sag mal? Da geradezu, oh mein Gott. Aha, hier ist auch noch was. Oh mein Gott. Kann Atreus es abschießen? Okay. Das scheint so zu klappen. Ein von drei Siegeln. Ich weiß nicht, wie ich das da hinten treffen soll. Von 3. Jetzt ist die Frage, wo haben wir Nummer 3 von 3?
Das lief ja bis jetzt ganz gut. Oh, war das ein Fehler, hier schon runterzuspringen? Ich hoffe nicht. Hast du was, Atreus? Nee, ne? So, Siegel 3 von 3, wo befindest du dich? Wo befindest du dich? Wo befindest du dich? Hätte ja sein können, dass das irgendwie klappt. Warum auch immer das klappen sollte, aber man weiß ja nie. Man muss alles probieren. Atreus, hast du eine Idee? Was guckt er denn da? Ist hier irgendwas? Hätte ja sein können. Wir müssen uns wirklich genauestens umschauen. Es wird ja hier irgendwo sein, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das dritte Siegel ganz woanders ist. Die Frage ist nur, wo? Ein bisschen weiter vorne sogar, weil wir kamen von hier. Eventuell hier schon? Nee, aber hier ist auch die Tür gewesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es hier hinter der Tür ist. Ich würde sagen, wir klettern nochmal hoch. Gucken nochmal von oben. Und hoffen, dass wir einen Blick erhaschen können. Vor ein paar Minuten hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier 10 Mal hoch und runter kletter, Digga. Perfekt. Aber so sehe ich auch gerade nichts. Oder ist immer noch so, man fühlt sich immer noch so lost, wenn man das nicht weiß, ne? Da ist doch was auf der Seite bei dem Guten. Ich guck noch mal ein letztes Mal hier raus. Da würde ich es irgendwo sehen. Hier in der Richtung, so, weißt du? Da war das eine. Aber hier oben. Hier oben vielleicht. Aha. Was haben wir da? Hier, wo das Ding hing, weißt du? In die Richtung? Ich hätte es jetzt irgendwie in der Spalte mir gewünscht. Aber nein. Wird runtergefallen, man sieht es nur von oben, auch nicht. Ah, ha, 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 ha. Wie gesagt, es könnte noch auf der anderen Seite bei Sindri sein. Alter, Atreus richtig am Abhusten. Dem Boy geht's auf jeden Fall gar nicht gut. Ich sehe es gerade nicht. Moment, hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Ja, Atreus, gucken wir gleich, wie es zurückgeht. Überleg gerade noch, ob wir hier irgendwie noch einen Hinweis haben. Bezüglich der letzten Rune. Aber leider nicht. Bereit und bereit. So, Leviathan, Axtverbesserung. Auf geht's, ab geht's. Deine Gegner können einpacken. Sehr, sehr schön. So. Den Axtknauf können wir auch nochmal verbessern. Ja. Wollen wir das? Machen wir einfach mal. Du fällst doch damit nur Bäume, richtig? Genau, ich fäll damit nur Bäume. Hä? Was denkst du denn? Ist alles andere so Schwachsinn. Gute Reise, ihr zwei. Dankeschön. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ich irgendwas da draußen, ob ich irgendwas da draußen wegsprengen muss, weißt du? Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut.
Mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Wenn das so ist, halte Schritt. Ja. Ach, Kratos. Du bist ein Lieber. Du bist ein ganz Lieber. Nee, okay. Damit kann ich nicht rüberklettern. Ich hab vielleicht gedacht, vielleicht kann ich hier noch irgendwas freischalten, freischaufeln. So, ich muss jetzt hier noch ein weiteres Mal gucken, Alter. Ich check nicht, wo diese fucking letzte Rune ist. Sorry für die Ausdrücke. Aber wo ist die denn? Ich sehe hier nichts, hier ist nichts. Alter, das ist wahrscheinlich so... Hä, laber doch nicht! Als ob! Als ob ich sie vorher die ganze Zeit übersehen habe, Mann. Ich schwöre, die wurde da gerade erst hingebracht. Ich bin hier 10-mal hoch und runter gelatscht. Naja, gut, jetzt haben wir es ja. Ich bin hier 10-mal hoch und runter gelatscht, als ob ich sie vorher die ganze Zeit nicht gesehen habe. Eiskatalysator legendär, ein Splitter eines Heli-Gletschers, mit dem kann Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Verrückt, ey, wirklich. Absolut verrückt. Ich frage mich, was dahinter ist. Wohinter? Jetzt hör mal auf, Atreus, hier ist nichts mehr hinter. So können wir das hier noch irgendwie zum Explodieren bringen. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Machen wir doch keine Hoffnung, Kleiner. Okay, okay. Wir haben die Verbesserung bei Shinri geholt. Bitte, und ich würde sagen, mit der größten Vorsicht, wenn machen wir. Ist eine unbezahlbare Reliquie. Wir nutzen jetzt die Möglichkeit, den Weg hier zurückzugehen. So. Oh, fuck. Ups, das wollte ich nicht. Ups, das war ein Versehen. Nochmal, neue Runde, neues Glück. Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber okay. Ah, es sind echt immer zwei Punkte. Beim ersten Mal dieses Gefühl, es wäre genau auf einem Punkt gewesen, den ich irgendwie gefühlt doppelt geschlagen habe. Hast du es gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Walkürengeleit, keine Abfertigung an den Toren Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Ja, aber Magni, war das nicht, war das nicht sowieso der, den wir gekillt haben? Oder habe ich jetzt beide doch wieder verwechselt die ganze Zeit? Ah, vielleicht habe ich auch beide einfach verwechselt. Perfekt. Man kennt's. So soll's sein. Das ist noch zu früh. Ich muss das erstmal da runterbringen. Yes, ich hab's gesehen. Danke, Atreus. Hättest du mir gerade mal beim Runenrätsel so geholfen, dann wären wir da nicht eine halbe Stunde dran gewesen. Nein, so lange hat es nicht gedauert, aber es wäre trotzdem angenehm gewesen. Wenigstens hilfst du mir hier. Das ist doch nett. Freuen wir uns, ne? So, du kommst hier rein. Und was machst du bitte? Oh, ein Weltenriss. Mit oder ohne Feinde? Ohne Feinde. Weltenstaubling in der formlose Substanz, die in Weltenrisse gefunden werden kann oder wurde in dem Fall. Sehr schön. Weltenrisse geschlossen 5 von 18. Und wir nehmen uns noch was mit, damit wir einmal die Truhe öffnen können. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich dich nur mitnehmen. Dachte mir nur, vorher zerschlagen wir nochmal eine Kiste. So, immer her damit. Was hat das Ding jetzt eigentlich nochmal gemacht? Ich hab schon wieder vergessen. Haben wir gesehen, was das Ding gemacht hat?
Oder haben wir es einfach erstmal nur ausgelöst? Wird schon seinen Zweck erfüllt haben, ne? Genau. Ey, warum? Wie kann es sein, dass ich das jetzt schon vergessen habe? Wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Okay, was können wir hier mitmachen? Das sieht doch alles sehr interessant aus. Ah, okay. Vielleicht kommen wir dran. Genau, vielleicht wir, ganz besonders du, Atreus, kleiner Bub. Ich habe den Weg noch nicht gefunden, aber komm mal hierher. Hier haben wir doch schon mal was, was vielversprechend aussieht. Na? Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Hopp. Hoch mit dir. Das ist ein Weg zum Ausgang, auf der anderen Seite. Junge, der Typ ist fertig. Der Typ ist fertig. Ja, lass sie einmal bitte runter. Atreus, danke. Perfekt. So. Haben wir noch Sound? Alter, der Sound war gerade so komisch. Aber läuft noch alles, ja. Sieht so aus. Wenn wir ab jetzt keinen Sound mehr haben, tut's mir leid. Nein, Spaß. So. Krach, bang. Das einmal herunterlassen. Ich weiß nicht, müssen wir unten noch was erledigen? Glaube nicht. Glaube, wir haben hier alles. Wir können trotzdem noch einmal kurz nachschauen. Einfach safety first. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Nö. Passt doch. Dann klettern wir hoch. Ey, wir müssen ganz dringend... Also ich sage euch ganz ehrlich, ne? Ich würde ja gerne eine Nebenmission machen, nachdem wir die Hauptmission hier abgeschlossen haben. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt Ziel des Ganzen ist, direkt zu unserer guten Freya zu gehen. Aber selbst wenn es nicht Ziel wäre, würde ich da direkt hingehen, weil Atreus gehustet macht mich nervös. Ich werde doch gleich krank, sag mal. Ich muss doch gleich selber einen Husten. Aber geil, dass wir diese Tore jetzt durchbrechen können. Das finde ich gut. Finde ich gut und sehr cool. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Okay, waren wir hier schon mal vorhin? Bin mir gerade gar nicht sicher. Wo genau sind wir hier gerade? Was? Das greift mich gerade vielleicht was an. Okay, Atreus bleibt unten, das heißt, das wird der Weg sein, den wir gehen müssen. Das heißt, alles, was ich hier oben finde, ist Bonus. Und wir waren hier anscheinend schon, hä? Okay, ja gut. Haben wir uns verirrt? Alles gut. Alles gut, Atreus. Ich habe mich nur einmal kurz umgeschaut. Weil ich das hier gerade irgendwie nicht wiedererkenne, aber halb so wild, würde ich sagen. All das, half was so wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon haben? Ah. Dass du es weit gebracht hast. Danke. Hier sind wir. Okay, okay, okay. Was haben wir da unten? Das kennen wir schon. Ja. Zum See der Neuen zurückkehren. Aber dadurch, dass wir das Gerät ja jetzt hier haben, müssen wir es direkt mal ausprobieren. Und das war aber auch hier unser Zielort. Okay. Das braucht sogar drei Schläge. So, wo
sind wir denn jetzt hier gerade? Mystisches Tor, Kratos, bla bla. Okay. Hier hinter ist ein Schrein. Verborgene Kammern geöffnet, 1 von 7. Das ist die erste, die wir geöffnet haben. Sehr schön. Aber wir hatten auch schon echt ziemlich viele gefunden, ne? Von der reinen Anzahl her. Noch eins. Na, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. So, mehr als nur Mythen. Der nächste Schrein, den wir gefunden haben. Sehr schön, 7 von 11. Sind auf einem guten Weg, oder? Ganz geil. Tamur, der große Steinmetz und einer der größten Riesen von allen. Er streitet mit seinem Sohn Harimtur, schlägt ihn und verläuft sich auf der Suche nach ihm. Thor meißelt Tamur in den Kopf und zerstört damit eine ganze Stadt. Tamur baute eine Mauer um Jötunheim, um die Riesen vor den Asen zu schützen, wurde sie gefertigt. Merkt ihr eigentlich, dass sobald diese tricky Namen kommen, bin ich einfach ein bisschen lost. So, was haben wir hier? Ziele und drücken Sie R2 mit bloßen Händen, um die Leviathan-Axt sofort zurückzurufen und einen mächtigen Schlag auszuführen. Boah, die kommt echt schnell angeflogen. Krass. Erhöht die maximale Anzahl an Zielen auf 8. Das habe ich auch irgendwie noch nicht so richtig genutzt, ne? Halten Sie beim Zielen R1 gedrückt, um 3 Zielpunkte an einem Gegner oder 3 verschiedene Gegner anzuvisieren. Wie läuft denn das? Also, das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Also, sobald ich ziele, dann werfe ich und dann halte ich einfach R1 gedrückt, ja? Also, manchmal muss man hier echt ein bisschen genauer aufpassen. Schalten Sie einen dritten letzten Angriff mit R1. Oha, Bruder, wie geil sieht das denn aus? Zack. Zack. Alter. Bro, was? Das sieht übel fett aus. Bam. 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 Wie mache ich das denn? Wechseln die Kampfhaltung durch eine kurze Pause nach dem Angriff. Mit der Leviathan-Axt drücken Sie in der neuen Haltung R1. Das mit diesem Wechsel, das habe ich vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Wie ich da eine neue Kampfhaltung annehme. Wir kaufen das aber jetzt mal. Das sieht übertrieben geil aus. Also wie ich die Kampfhaltung wechsle, weiß ich noch nicht so zu 100%, aber eventuell finden wir das noch heraus. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Okay, was ist das denn hier? Wir gehen jetzt einfach durch. Gut. Passiert nichts. Zumindest für den Moment nicht. Und du bist jetzt... Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Du, wäre gar nicht mal so abwegig, dass hier irgendwas Mächtiges wartet, sag ich dir ganz ehrlich. Ich meine, diese Kammern, dass die irgendwas jetzt birgen und wir waren noch nie da, das kann man ja schon fast erwarten. So, wir gehen erstmal hoch. Hier haben wir auf jeden Fall auf korrekt noch eine Kiste. Und dann würde ich natürlich gerne mal erfahren, was da so auf uns wartet. Gegen wen wir hier kämpfen dürfen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ein neuer interessanter Feind. Dem wir gleich die Stirn bieten. Irgendwie will ich diese Vitalitätsdinger noch nicht nehmen. Eine Walküre. Ah. Okay. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre?
Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Okay. Beweisen Sie Ihren Mut. Eine Walküre besiegen. Hallo? Okay. Okay, 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 okay. Alter, entspann dich mal. Alter, die juckt ja gar nicht. Alter, oh mein Gott. Boah. Heftig. Alter. Ach ja, Leute, Mann, das Blöde ist. Ah, ich habe gerade echt zu viel Dings gespielt. ja, ich wollte gerade sagen, lohnt es sich nicht. Wir fangen den Kampf nochmal von vorne an. Ich habe zu viel Bloodborne gespielt. Das Schlimme ist, ich weiche die ganze Zeit nicht aus, weil ich die ganze Zeit die falsche Taste drücke. Weil man in jedem Spiel mit einer anderen Taste ausweicht. Gamers Life, Gamers Problems, ja, man kennt es. Wenn man zu viele Spiele zeitgleich spielt, ne, dann hast du das davon. Tolle Wurst. Aber ich möchte nicht sagen, dass es nicht trotzdem schwer ist. Alter, die ist schon heftig. Ohne Scheiß. Ich habe ihre Angriffe noch nicht so ganz gecheckt. Warum kann ich denen nicht ausweichen? Ich bin unfassbar langsam. Hardcore. Ja, ich weiß noch nicht, ob es so viel Sinn macht, dass Atreus mich wiederholt, aber wir machen es diese Runde einfach mal. Scheiße. Digga, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Ich muss irgendwie echt viel ausweichen. Habe ich keine Chance. Wirst du es überstehen? So, schnell. Alter, ich weiß nicht, ist das zu früh hier? Nee, ne? Boah, wir sind eventuell echt ein bisschen zu früh hier. Boah, krank. Das ist ein kranker Gegner. Wow, wow, wow. Einer der heftigsten Kämpfe, wenn nicht sogar der heftigste Kampf, den ich bis jetzt hatte in God of War. So, auch wenn für euch hier ein kleiner Cut ist, kann ich euch einmal ganz kurz berichten, dass wir, glaube ich, noch ein bisschen zu früh hier Atreus, sind. Folge mir. Und wir eventuell noch nicht gegen die Walküre kämpfen sollten. Die Kämpfe sahen gar nicht mal so schlecht aus, aber ich glaube, noch so ein paar Level höher wären echt sinnvoll, um dann diese Walkürenkämpfe aufzunehmen. Ich habe es jetzt, glaube ich, so knapp über 20 Minuten probiert. Es ist besser geworden, aber ja, ich glaube, man sollte nichts erzwingen, was vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh ist. Ich glaube, man kann es auch wirklich schaffen, wenn man geduldig dran bleibt. Aber
sagen wir mal so, ein paar Level höher und dann ist das Ganze auch gar kein Problem mehr. Beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen die Sachen verstärken, ein paar mehr Skills haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Kämpfe trotzdem anspruchsvoll sind und bleiben. Also das ist jetzt nicht nur, weil ich ein bisschen stärker bin, easy going ist. Aber beispielsweise allein den Eisstrahl, den ich jetzt noch verstärken wollte, wenn ich den verstärken kann, glaube ich, wird das einen riesen Unterschied machen. Aber war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung, war eine Erfahrung wert. Und ja, wir gucken jetzt mal weiter, ne? Fahren wir mit dem Bödle zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin sollen. Ehrlicherweise. Erstmal wieder hier was raus, jetzt? Ja. Vielleicht sollte ich die Freya nicht nochmal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jürgen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Hört. Sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von. Die Türen liegen unter seinem Tempel seit Generationen in Siegersuchen, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jitteney. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Ich finde immer diese geheimen Hinweise darauf, dass man die Story jetzt noch nicht weiterverfolgen muss. Sehr gut. Und ich finde es auch sehr gut, dass ich jetzt endlich mal checke, dass die Fässer mir sogar Hacksilber bringen. Hast du im Boot eine Geschichte begonnen? Was wolltest du über den großen Krieg sagen? Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Hasen. Doch die Waren hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Wir sind einer Meinung. Schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärten Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Okay, Duki. Naja, dann wollen wir dem geheimen Hint auch mal folgen. Das können wir beispielsweise immer noch nicht beseitigen. Und wollen uns hier nochmal ein bisschen umgucken, bevor wir dann weitermachen. Und vielleicht erhole ich mich insgeheim auch noch ein bisschen von der Valkyrie. Aber das bleibt unter uns, okay? Rage wäre auch wild gewesen. Also ich meine, ich hätte damit nicht viel bewirken können, aber es wäre auf jeden Fall um einiges besser als so. In diesem Knochen steckt Magie. Das muss Gulbeck sein. Können wir... Jetzt sind wir ja die anderen. Der Geist blickt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alles gekannt. Der hier ist anders. Ist einer von denen schon runtergefallen? War nicht zu dritt? Diese Weltenöffnungen, Dinger sind immer heftig, ne? Gerade gegen zwei. Warte mal. Hilft das? Hat das nicht gerade geholfen, dass der da drin steckte? Dadurch, dass es so knapp ist, lasse ich mich mal wiederbeleben. Ich glaube, diese Dinger kann ich mir ja dann sowieso kaufen, wenn es gerade auf hart kommt. Ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal gegen den Big Bambo zu kämpfen.
Ah, ich bin schon wieder am Map-Rand, ne? Oh. Alter. Heil dich, ich kann mich nicht heilen. Er heilt sich nicht. Jetzt. So einen habe ich noch nie gesehen. Sahen aus, als kämen sie direkt aus Hehl. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gut, Weltenstaub. Ja. So, Weltenrisse 6 von 18. Oh, wow. Das war eine knappe Kiste gerade. Gerade noch wiederbelebt und dann ist es doch nochmal knapp geworden. Was ist das hier? Ich dachte gerade, was ist das für ein komischer Schleim? So, und was hören wir hier? Okay. Aha. Oh, eine sehr schöne Kiste. Atreus, einmal bitte dein Messer. Und jetzt können wir da auch reingreifen. Hey, ein Strafschiff. Wir sollten weitersuchen. Die Welt Nilfheim. Freischaltung. Nilfheim, Schiefen gefunden. 1 von 4. Sehr schön. Oh, ein weiterer Drache. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? No, aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Weich. Und jetzt ist er ein Drache. Ach was. Das Leben ist schon komisch, was? Okay. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Machen wir. Was meint ihr? Machen wir. Wenn das Fafnir ist und er uns so gegönnt hat in seinem Lagerraum, dann befreien wir den Guten doch auch. In der Hoffnung, dass er uns ein bisschen in Frieden lässt und nicht allzu sehr fertig macht. Der Gute. So, die Sau haben wir. Erledigt. Drache greift an. So, eine von drei Runen. Oh, er ist nicht mein Freund. Kein Scheiß, aber ein ständiges Ärgernis für Asen und Wahnen gleichermaßen. Kann ich hier noch nicht hoch? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengeborener Zwerg. Oha. Ah, der explodiert. Scheiße. Fuck. Und es war noch so auffällig. Es war noch so auffällig, dass er explodiert. Ich hab's trotzdem nicht gecheckt. So, hier können wir klettern. An manchen Orten kann ich irgendwie nicht klettern, während der Drache aktiv ist. Aber hier muss ich sogar hin. Oh nein. Hallo? Oh mein Gott, ist beides nicht aufgeladen. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Yeah.
super knappe Kiste, super knappe Kiste, deswegen gehe ich jetzt in den Rage rein. Alter, sonst schaffe ich den Kuchen nicht. Los jetzt. Wichtig. Hau in die Fresse klein. Oh mein Gott. Hat er mich? Hat er mich? Nein. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Kill ihn. Hä? Bringt's nichts? Oh mein Gott. Das Spiel war, glaube ich. Ist er down? Ist er nicht down? Ist er down? Ist er nicht down? Er ist nicht down. Alter, willst du mich verarschen? Ey, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Es war so close. Es war wirklich so close. Vorne ist noch einer, machen wir den erstmal. Was ist mit ihm? Der Schockstarre. So. Der Drache macht richtig Stress, deswegen müssen wir hier schnell weg. Wir machen hier wirklich nicht quickly. So, 2 von 3. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Liebling da oben. Das wird ein Spaß, aber, eventuell hilft uns das und gibt uns wieder irgendeinen Teil für die Rüstung. Gar nichts, kann das sein? Sieht gut aus. Oh mein Gott. Alter Schwede. Alter Schwede. Springer, sie tragen starke Rüstung, haben große Schwerter und gehören zu den stärksten Gegnern, die wir getroffen haben. Wer sind sie und worauf sind sie aus? Mutter hat die Springer nie erwähnt. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von ihnen bekämpfen müssen. Das hoffe ich auch, Alter. Ey, aua. That shit hurts. So, dann können wir uns ja hier nochmal ganz schnell umschauen. Achso, ja gut, nee. Das Tor ist geöffnet, dann let's befrei Favnir. Das war jetzt nicht ganz so großes Gebiet wie beim letzten Mal. Und dann lassen wir den Guten nochmal raus. Ups, Alter.
So. Dann können wir. Dann können wir uns hier auch mal. So viel dazu. Niemals zu früh, Freunde. Digga, was ist hier gerade los? Ich check gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich kämpfe einfach nur noch. Alter, wer greift das denn hier an? Ich muss mal die Hexe hier loswerden. So, das ist schon mal ein wichtiger Gegner weniger. Also, wenn ihr hier noch nachvollziehen könnt, gegen wen ich kämpfe, dann seid ihr auf jeden Fall um einiges weiter als ich. Ich kann es nur nicht. Bin ich mit meinem Eisstrahl nicht mehr ganz so präzise wie früher mal? Okay, waren das alle? Oh mein Gott, das war gerade so ein Tohuwabohu, dass ich gar nicht mehr gecheckt habe, gegen wen ich eigentlich kämpfe. Jetzt fahren wir, lass mich mal in Ruhe, ich will dich doch befreien. Was ist denn los mit dir? Kleiner? Jawohl! Komm schon, Atreus. Du schaffst das. Jawohl. Bitte schön, du kleiner Mistkerl. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Oh Mann. Brillante Schuppe des Gefesselten, seltener Zauber, moderate Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Wie die immer über einen langfliegen, finde ich geil. Das sieht so nice aus. So, was lag hier noch? Ein bisschen Gesundheit nehmen wir mit. Junge, was war das gerade für ein Fight? Es war nicht klar, wo vorne hinten ist, oder? Also zumindest für mich nicht. Oh, was war gerade im Bestiarium? War irgendwas über die Drachen? Oder war Springer zuletzt? Fafnir, nein. Fafnir war ein Zwerg, laut Mimir einer von Ivaldis Söhnen. Doch er war gierig und seine Gier verwandelte ihn in einen Drachen. Es klingt absurd, aber ich habe ihn selbst gesehen. Er war ein Drache. Ob es wohl schmerzhaft war, vom Zwerg zum Drachen zu werden? Wie lange hat es gedauert? Ich wollte ihn so einiges fragen, aber er flog einfach davon. Fafnir, du kleiner Schlawiner. Atreus hatte noch Fragen, das finde ich nicht gut. Es ist wichtig, dass wir unsere Jugend bilden. Atreus ist wissbegierig und das müssen wir unterstützen. So, lass uns hier nochmal hochklettern, das ging ja vorhin nicht. Dann schauen wir noch mal, was wir hier haben. Oder was wir hier bekommen. Zum einen eine Tafel. Junge. Noch eine Markierung. So, neue Wissensmarkierung. Fafnir Schwanz. Wenn du das liest, verschwinde. Du gehörst hier nicht her. Das ist meine Schlucht. Und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da? Ich sagte, geh weg, das sind meine Schätze. Die gehören mir allein. Die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerräumen. Aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht, dafür habe ich gesorgt. Lass mich einfach in Ruhe, ich brauche dich nicht, ich brauche niemanden. Schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söhnen, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in meinen neuen Bahnenspiegel schauen, um zu sehen,
was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal. Mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen wie der Atem eines Drachen. Hau ab, Fafnir. Alles klar. Gierig, gierig, der Gute. Sehr geil. So, dann machen wir das Ding hier auch noch auf. Perfekt, jetzt sind wir wieder oben am Ausgang. Box, Box, Box. Noch ein bisschen Hacksilber mitnehmen. Auch die kleinen Mengen zählen. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir erstmal entdeckt, was sich hier hinter verbirgt. Wow, ein weiterer Drache. Sehr, sehr, sehr crazy. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem Bödle gehen, würde ich an der Stelle auch sagen, dass wir diesen Moment hier mal nutzen, um einen kleinen Cut zu machen und beim nächsten Mal weiter zu erkunden. Ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir dann an, cruisen hier nochmal ein bisschen über die Inseln, gucken mal, was es hier jetzt Neues gibt, dadurch, dass alles ein bisschen tiefer gelegt wurde. Alter, wir haben hier auch noch zahlreiche Nebenmissionen, ne? Die Autonomie der Hoffnung. Dann haben wir die... Achso, das gehört zusammen. Achso. Ach, das sind diese Knochen. Ah, okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mir hier keine Angst. Was ist das? Deus Ex Malach. Brock bei dem Landzurminen treffen. Das können wir auf jeden Fall dann auch nochmal machen. Und hier ganz hinten war das Familienangelegenheit. Eine Möglichkeit finden, das Gitter zu öffnen. Gut, da müssen wir dann überhaupt mal gucken, wie wir nach dahin kommen. Aber dadurch, dass hier die gute Weltenschlange nicht mehr ist, können wir hier wahrscheinlich weiter ins Innere und schauen dann. Alter, wie witzig der Riese hier liegt. Genial, okay. Genug geschaut, genug geplant, was wir beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wahrscheinlich um einiges mehr, weil ich habe 20 Minuten lang gegen eine Valkyrie gekämpft, gegen die ich gar keine Chance hatte. Aber bald hole ich sie mir. Bis dahin, Leute. Macht's gut, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, es war mir eine Ehre. Ciao, ciao und Kuss, Kuss, Kuss.